Okay, kommen wir zu einem Thema, das immer noch sehr, sehr stark unterrepräsentiert ist, gerade in dem sogenannten alternativen Bereich. Und zwar war auch ich jahrelang fokussiert auf das westliche Establishment. Gerade in alternativen Medien ist die Fokussierung auf das westliche Establishment fast 100%. Nun verdeutlichen aber Russland und China verstärkt ihre Weltmachtambitionen und die Absicht, den großen Diktator namens USA abzulösen. Das heißt, das chinesische Militär, die chinesische Wirtschaft, das ist alles sehr, sehr stark gewachsen in den vergangenen 8, 9 Jahren. Russland hat sich auch sehr, sehr stark verändert in den letzten 8, 9 Jahren. Ich mache diesen Job hier seit 8, 9 Jahren und weil sich eben die geopolitische Machtsituation verändert, muss ich auch zwangsläufig höhergewichtig auch über Russland und China berichten. Putin, der Erlöser, Ritter, Jesus, Held, hätte die Macht der Oligarchen gebrochen und jetzt gäbe es keine Macht der Oligarchen mehr, also es gäbe keine Oligarchie mehr in Russland, das ist natürlich völliger Schwachsinn, völlig verlogen, so weit an der Realität vorbei, dass es mich immer wieder wundert, dass Leute das wiederholen. Und ich meine, es gibt viele Ansichten da draußen, jeder kann natürlich sagen, was er will, aber wenn viele Ansichten da draußen, die kursieren, sind schlicht und ergreifend lebensgefährlich oder grenzen dann schon an Landesverrat. Und viele von diesen wichtigen Dokumenten gibt es auch nur in russischer Sprache. Und dann wird das erstmal mühselig ins Englische übersetzt und dann vielleicht irgendwann ins Deutsche. Vielleicht übersetze ich auch mal diese Texte von Boris Nemtsov. Er bezieht sich ja auf viele andere Quellen in diesem Text und das heißt, es ist nicht alles auf seinem Mist gewachsen. Die Putin-Groupies, Fans, Propagandisten, Lügner, Hochstapler, Betrüger da draußen versuchen natürlich immer, und auch die Leute, die es einfach nicht besser wissen, sie versuchen den Eindruck zu erwecken, es gäbe irgendwie oder es gab nur 3 Investigativreporter in ganz Russland seit 1990. Anna Politkovskaya, Alexander Litvinenko und dann halt noch so ein Typen. Und ja, der eine ist tot, der andere ist auch tot und der andere ist auch tot, aber das hätten sie ja irgendwie verdient. Oder ja, irgendwie sind die suspekt, weil sie halt gegen Putin geschrieben haben. Ja? Also da merken sie mal, wie Leute an dieser idiotischen Wahrheitsbewegung, in dieser völlig verlogenen Freiheitsliebe-Bewegung, wie dann überhaupt kein Problem damit haben, wenn investigative Reporter da abgemurkst werden in ihren eigenen Wohnblocks. Nur weil es halt gegen die Hoffnungsreligion, weil die Arbeit dieser Leute gegen diese Hoffnungsreligion, diese Sektiererei gerichtet war. Also, wie gesagt, ich rede hier nicht umsonst von lebensgefährlichen, dummen Ideen, die da draußen grassieren. Lebensgefährlichen Lügen, die verbreitet werden. Und dabei gab es unzählige Reporter in Russland. Nicht alle waren pro-westlich, ganz und gar nicht. Nicht alle waren gleich hardcore, manche waren so ein bisschen mittendrin. Es gibt sogar immer noch Reste von Reportern, die dann beispielsweise darüber berichten, da was für stinkteure Uhren die ganzen Staatsbediensteten tragen. Also nur eine 50.000 Dollar Patek Philippe mit Brillanten und so weiter, obwohl die dann offiziell kaum was verdienen oder kaum ein Sold kriegen, Gehalt kriegen. Aber alle werden zum Schweigen gebracht. Und deswegen ist es halt schwieriger, ist es halt wesentlich schwieriger, diese Dinge halt rauszufinden über Russland und sich ein Bild zu machen und das Ganze dann das Ganze auch besser zu bewerten. Das ist Teil 5 von Boris Nemtsovs Serie. Und ich kann mich noch daran erinnern, als der Text in Russisch veröffentlicht worden war und Leute dann ja so mit Google Translate eine Übersetzung schnell mal gemacht haben, eine grobe Übersetzung, und dann haben sie darüber berichtet. In den Massenmedien hat man sich dann nur auf einen Bruchteil konzentriert von diesem Nemtsov-Bericht, nämlich da ging es halt um Wladimir Putins wahrscheinlichen 500 Millionen Dollar Palast, der Königspalast, auf Steuerzahlerkosten, auf Kosten der Bevölkerung, die dann zum größten Teil noch in Armut lebt oder wirklich im Siff lebt, wo dann die Rentner 160 Dollar im Monat Rente kriegen, wo Leute verrecken,
wo Leute im Alkohol und im Krebs verrecken und versiffen, dafür, dass dann diese neue Aristokratie dann Yachten hat im Wert von 200 Millionen Dollar pro eine Yacht, die dann so viel kostet. Und die teuren Uhren und den ganzen Scheiß. Trotzdem entstand der Mythos, Putin hätte das Land in Ordnung gebracht und so weiter. Also es hat sich natürlich ein bisschen stabilisiert. Das Land entwickelte sich von einem katastrophalen in einen schlechten Zustand. Das Ganze wurde dann finanziert mit dem Ölverkauf. Man hatte einfach Glück mit dem Ölpreis. Konnte natürlich dann auch Gas verkaufen. Kaum etwas wurde gesteckt in die Infrastruktur und in die Bevölkerung, sondern die Oligarchen haben 100 Milliarden gestohlen oder mehr. Und trotzdem feiert man Putin als denjenigen, der Russland gerettet hätte vor den Oligarchen und dem Westen oder sonst irgendwas. Den Illuminati und so. Es heißt, die Korruption sei weniger heute als in den wilden 90ern. Das stimmt zu 99% Wahrscheinlichkeit nicht. Die Faktenlage ist hier sehr, sehr deutlich. Auch die russischen Statistiken, also Rosstat, zeigen hier einen dramatischen Anstieg, also eine Verdreifachung der Vorfälle. In den 90ern gab es noch Skandale, wenn ein Stadion neu ausgestattet wurde mit diesen Plastiksitzen, also ein Sportstadion. Und der Auftrag wurde nicht wirklich ausgeschrieben, sondern man hat das halt einfach an die Kumpel da weitergegeben, also an seine persönlichen Freunde dann den Auftrag gegeben für einen viel zu hohen Preis. Es gab damals noch einen Skandal, 2008, da hat der Staat dann 100 Millionen Dollar umgerechnet ausgegeben für die Reparatur von der berühmten Statue des Arbeiters und des Bauernmädchens. 100 Millionen Dollar umgerechnet. Es gab nicht mal eine Ausschreibung und es gab keinen Skandal. Also die Medien waren so gleichgeschalten, die haben sich nicht mehr getraut, irgendwas dagegen zu sagen. Und die Leute haben die Klappe gehalten. Heute gibt es natürlich Berichte über Putin-Kumpel, die dann sich Villen bauen, die mehrere 10 Millionen Dollar kosten pro Villa. Trotzdem verliert niemand seinen Job. Der Vize-Bürgermeister von Moskau, ein Herr Resin, der noch nie in der Businesswelt gearbeitet hat, trägt eine Armbanduhr, die 1 Million Dollar kostet. Die Korruption ist in Russland zum System geworden und all das lähmt das soziale und wirtschaftliche Leben Russlands. Das heißt, die ganzen Lügner und Betrüger und Hochstapler und Idioten und Naiven da draußen, die versuchen immer diese Reflexreaktion zu diesen geistigen Reflex zu propagieren. Wer gegen Putin und das System Putin ist, da stecken ja so 110 Leute in Russland, besitzen 35% des gesamten Reichtums. Die Reflexreaktion soll sein, wer Putin und das Putin-System kritisiert, der mag die russische Bevölkerung nicht. In Wirklichkeit ist es genau andersrum. Diese Lügner da draußen, die Putin beglückwünschen und Putin zujubeln, diese Leute spucken eigentlich der russischen Bevölkerung ins Gesicht. Hier zum Beispiel eine Schätzung, Information Science for Democracy. Jährlich hat die Korruption in Russland ein Volumen von 300 Milliarden Dollar. Das ist also Geld, das eigentlich der Bevölkerung zusteht, das die Bevölkerung erarbeitet hat, das dann aber abgeführt, gestohlen wird von diesen ganzen Apparatschnicks, von diesen Oligarchen, inklusive Wladimir Putin, die sich dann damit ihre Villen kaufen und versuchen, im Luxus zu konkurrieren mit der arabischen Scheichs und irgendwelchen anderen Verrückten auf der Welt. Man schätzt, zwischen 2001 und im Jahr 2005 stieg
das Volumen der Korruption von 33 Milliarden auf 316 Milliarden Dollar. Das fällt natürlich in die erste Amtszeit von Wladimir Putin. Also, alles ist doppelt so teuer oder dreimal so teuer, als es sein muss. Jetzt haben wir dann bald die Olympischen Spiele in Sochi, die Winterspiele. 50 Milliarden Dollar wurden umgerechnet ausgegeben. Das ist das Zehnfache, was die Kanadier ausgegeben hatten für die Winterspiele. Eine einzige beschissene Eisenbahntrasse bei Sochi kostet 5 Milliarden Dollar umgerechnet. Leute, haben ausgerechnet, du könntest dafür quasi einen Weg pflastern mit Beluga-Kaviar für dieses Geld. Und alles andere ist auch dreimal so teuer wie anderswo auf der Welt. Wenn irgendwo eine Pipeline in Russland gebaut wird, ist sie dreimal so teuer wie anderswo auf der Welt. Als nächstes 2018 die Fußball-WM in Russland. Die erste Schätzung beläuft sich auf 30 Milliarden Kosten. Das Ganze kann sehr schnell hochschnellen auf 100 Milliarden Kosten, wo selbst die ganzen korrupten Insider, wo diese ganzen Wichser sagen, das könnte die russische Wirtschaft total gefährden, das ist ruinös. Das ist, was alle Diktatoren machen. Auch in wie in Tadschikistan oder Usbekistan und diesen ganzen anderen Löchern, wo dann die Elite oder in Syrien oder Libyen, wo die Elite abschwirrt. Also jeder Kumpel und Verwandte und Cousin ist dann stinkreich und man schmeckt im Luxus und dann die Bevölkerung fast verhungert. Man gefährdet selbst die eigene Position. Ja, Ölpipelines, Gaspipelines. Immer gibt es da extra Milliarden, die dann an Steuergeldern, die dann abgeschöpft werden. Natürlich verlangt man dann immer höhere Gebühren von den Kunden, von den einfachen Bürgern. Klar sind die Steuern für den einfachen Mann prozentual ein bisschen niedriger als anderswo auf der Welt. Das liegt daran, dass die Leute weniger haben. Man kann denen nicht noch mehr wegnehmen, sonst hätten sie nichts mehr.